Damen und Herren, ich begrüße Sie heute Abend. Sie haben es ja sicherlich verfolgt. Auch am Wochenende ist die Zahl derer, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, noch einmal gestiegen. Wir hatten am Donnerstag ja mit den Ministerpräsidenten der Länder über Folgen dieser Corona-Infektion diskutiert. Und in der Folge haben ja auch alle Länder die Schulen und Kitas bundesweit geschlossen oder werden es in Kürze tun. Heute haben wir gemeinsam mit den Ländern weitere Leitlinien für das allgemeine Verhalten beschlossen. Es leitet uns dabei das, was uns immer wieder von der Wissenschaft gesagt wird, nämlich dass die wirksamste Maßnahme, um diese Infektion zu verringern, das Erhöhen der Distanz ist, des Abstandes ist, also das Verringern von sozialen Kontakten. Und wir wollen natürlich versuchen, die wirtschaftlichen Prozesse so weit wie möglich, ohne Auswirkungen geht es nicht, das wissen wir bereits, erhalten. Wir wollen garantieren, dass die medizinische Versorgung gewährleistet werden kann, dass die Energieversorgung gewährleistet ist, dass die Ernährung der Bevölkerung gewährleistet ist und dass auch ein großer Teil der Dienstleistungen in Anspruch genommen werden kann. Und dennoch brauchen wir einschneidende Maßnahmen, um das Infektionsgeschehen, wie so oft schon gesagt, zu verlangsamen. Das sind Maßnahmen, die es in unserem Lande so noch nicht gegeben hat, die natürlich einschneidend sind, aber sie sind im Augenblick notwendig, um die Zahl der Kontakte zu reduzieren und damit auch die Zahl der Erkrankungen und damit auch die Zahl der schweren Erkrankungen zu reduzieren und unser Gesundheitssystem nicht zu überfordern. Das ist etwas Außerordentliches, was wir heute gemeinsam besprochen haben mit den Bundesländern. Die Maßnahmen sind auch zum großen Teil überwiegend durch die Bundesländer umzusetzen. Sie werden das in Kürze tun, wenn sie es nicht zum Teil schon getan haben. Aber uns war allen sehr wichtig, dass wir ein im Großen und Ganzen einheitliches Handeln in Deutschland haben. Und weil diese Maßnahmen so besonders sind, möchte ich sie auch hier heute einmal im Detail vortragen. Ich beginne mit dem, was ausdrücklich nicht beschlossen wird. Das ist mir sehr wichtig. Ausdrücklich nicht beschlossen wird der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Friseure, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Tierbedarfsmärkte und der Großhandel. Vielmehr sollten für diese von mir jetzt genannten Bereiche sogar überlegt werden, ob wir die Sonntagsverkaufsverbote bis auf Weiteres grundsätzlich aussetzen. Und eine Öffnung dieser genannten Einrichtungen erfolgt natürlich unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen. Dienstleister und Handwerker können ihrer Tätigkeit weiter nachgehen. Und alle Einrichtungen des Gesundheitswesens bleiben unter Beachtung der gestiegenen hygienischen Anforderungen geöffnet. Das sind die Dinge, die wichtig sind, dass sie weiter von den Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen werden könnten. Zweitens, für den Publikumsverkehr zu schließen, sind Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen, Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen und ähnliche Einrichtungen, Messen, Ausstellungen, Kinos, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten sowohl innen als auch außen, Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen, Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen, der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbädern, Fitnessstudios und ähnlichen Einrichtungen. Alle weiteren nicht an anderer Stelle in diesem Papier genannten Verkaufsstellen des Einzelhandels, insbesondere auch Outlet-Center und Spielplätze. Das sind also die Dinge, die geschlossen werden. Drittens, zu verbieten sind Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich sowie Reisebusreisen.
Zusätzlich Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften. Und viertens, zu erlassen sind Besuchsregelungen für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeheime und besondere Wohnformen im Sinne des Sozialgesetzbuchs 14 sowie ähnliche Einrichtungen, um den Besuch zu beschränken, zum Beispiel Besuch einmal am Tag für eine Stunde, allerdings nicht von Kindern unter 16 Jahren und vor allen Dingen nicht von Besuchern mit Atemwegsinfektionen. In den vorgenannten Einrichtungen sowie in Universitäten, Schulen und Kindergärten, soweit deren Betrieb nicht gänzlich eingestellt wird, ein generelles Betretungsverbot für Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in Risikogebieten im Ausland oder besonders betroffenen Regionen im Inland nach RKI-Klassifizierung aufgehalten haben. Auflagen für Mensen, Restaurants, Speisegaststätten und Hotels, das Risiko einer Verbreitung des Coronavirus zu minimieren, etwa durch Abstandsregelung für die Tische, Reglementierung der Besucherzahl, Hygienemaßnahmen und Hygienehinweise. Regelungen, dass Übernachtungsangebote im Inland nur zur notwendigen und ausdrücklich nicht zu touristischen Zwecken genutzt werden können. Das beinhaltet und bringt mit sich auch, dass es keine Urlaubsreisen ins In- und auch keine ins Ausland geben soll. Regelungen, dass Restaurants und Speisegaststätten generell frühestens ab 6 Uhr morgens geöffnet sind und spätestens ab 18 Uhr zu schließen sind. Wir haben diese Beschlüsse nach intensiven Abstimmungen und Beratungen gefasst und sie verändern natürlich für eine bestimmte Zeit unseren Alltag, immer mit dem Ziel, Kontakte zu minimieren, Dinge zu verlangsamen und Kontakte zu vermeiden. Wir wissen, dass unsere Politik nur wirksam sein kann, wenn wir das zwischen Bund und Ländern, also zwischen allen Ebenen unseres Landes, gut abstimmen und mit gleicher Entschlossenheit vorgehen. Und ich bin sehr dankbar, dass diese Übereinkunft mit den Ländern heute in einer so konstruktiven Atmosphäre gefunden werden konnte. Ich habe eben auch die Fraktionsvorsitzenden der im Deutschen Bundestag vertretenen Fraktionen über die Maßnahmen unterrichtet. Und zusätzlich gab es heute noch internationale Aktivitäten. Heute früh eine Videokonferenz mit der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem Ratspräsidenten Charles Michel, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und mir. Wir haben darin auch eine morgige Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs vorbereitet und haben über die Frage gesprochen, wie die Binnengrenzenkontrollen besser koordiniert werden können. Deutschland und Frankreich waren hier in Abstimmung, aber an vielen Stellen ist das nicht abgestimmt erfolgt. Und die EU-Kommission hat heute auch ein Reiseverbot erlassen für Einreisen von Bürgerinnen und Bürgern aus Ländern, die nicht der EU, nicht dem EFTA-Bereich und nicht Großbritannien angehören, auch für 30 Tage, so analog zu dem, was wir zum Beispiel gegenüber der Europäischen Union auch von den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern schon gesehen haben. Wir haben heute Nachmittag, dort wurde das auch verkündet, bereits eine G7-Videokonferenz gehabt mit den Staats- und Regierungschefs der G7-Länder. Dort hat die Kommissionspräsidentin dies auch deutlich gemacht. Diese Maßnahmen des Reisebanns, also des Einreiseverbots für 30 Tage, müssen von den Nationalstaaten, den Mitgliedstaaten der Europäischen Union umgesetzt werden. Das werden wir tun. Aber wir haben auch über die Aktivitäten von G7 gesprochen und haben uns geeinigt, dass wir koordiniert und im engen Austausch vorgehen wollen, dass wir die wichtige Rolle der Weltgesundheitsorganisation noch einmal unterstrichen haben. Wir haben ein Bekenntnis zur Wichtigkeit des globalen Handels abgegeben und wir haben uns vorgenommen, dass wir in diesem Austausch auch weiter sehr intensiv bleiben werden. Nicht nur die Staats- und Regierungschefs, sondern auch die Gesundheitsminister und auch die Minister im Bereich von Finanzen und Wirtschaft. Herzlichen Dank. Frau Bundeskanzlerin, das sind gravierende Einschnitte, die heute von Bund und Ländern beschlossen worden sind. Wie lange kann eine freiheitliche Gesellschaft und Politik sowas durchhalten?
Und Sie haben es gesagt, auch Spielplätze sollen geschlossen werden. Wie will man sowas umsetzen? Das wird ja sehr schwierig, wenn Sie hierher fahren. Überall sind die Spielplätze voll. Danke. Ja, die Umsetzung obliegt da natürlich den Ländern und Kommunen. Und ich glaube schon, dass man das auch umsetzen kann. Und natürlich wird es Kontrollen geben. Und es wird vor allen Dingen auch immer noch wieder appelliert werden, neben den Kontrollen. Das muss sein, das ist dann Ordnungsrecht. Aber es muss, und ich hoffe auch, dass es auch ein gewisses Einsehen der Menschen gibt, denn es hat ja keinen Sinn, eine Schule und einen Schulplatz zu schließen, um anschließend die gleiche Versammlung von Schülerinnen und Schülern vielleicht auf dem Spielplatz zu haben oder eine Kita zu schließen. Das heißt, wir versuchen sozusagen, diese engen Kontaktbereiche zu vermeiden und dies dann eben durch möglichst klare Aussagen. Und ich sage nochmal, wir kommen desto schneller durch diese Phase hindurch, je mehr sich jeder Einzelne an diese Auflagen und an diese Regelungen hält. Und ich glaube, wir wollen alle möglichst schnell hindurchkommen. Aber ich sage Ihnen auch ganz offen, dass der Maßstab nicht das ist, was wir glauben, was wir jetzt machen wollen, sondern der Maßstab ist, was uns die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen zu dem Thema. Und vor allen Dingen ist die Zahl der Fälle auch der Maßstab, die sich neu infizieren. Denn es wird einen Prozentsatz von schweren Krankheitsverläufen geben. Und diese schweren Krankheitsverläufe muss unser Gesundheitssystem auch behandeln können. Das ist unser Wunsch. Daran arbeiten wir. Frau Bundeskanzlerin, die Maßnahmen werden ja auch Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Wird es Rettungsschirme für Banken, Unternehmen und andere EU-Länder brauchen? Also wir haben ja umfangreiche Schutzmaßnahmen gehört, die der Bundeswirtschafts- und der Bundesfinanzminister verkündet haben. Das ist ein deutlicher Schirm für kleine, mittelständische und alle anderen Unternehmen. Der Bundesfinanzminister, auch der Bundeswirtschaftsminister haben gesagt, wir werden das tun, was nötig ist. Das werden auf der einen Seite Liquiditätshilfen sein, aber sicherlich auch dann in der Folge Härtefallfonds. Und wir sind jetzt ja noch in der Phase, in der wir sozusagen diese Dinge ausformulieren. Und trotzdem sind wir dazu bereit, weil es etwas ist, was ja einmalig ist und was wir bisher in 70 Jahren Bundesrepublik oder über 70 Jahren noch nicht tun mussten, aber jetzt tun müssen. Frau Bundeskanzlerin, in der Finanzkrise hat diese Krise dazu geführt, dass man im G20-Rahmen sehr viel enger zusammengearbeitet hat. Also es gab richtig einen Impuls für eine globale Zusammenarbeit. Glauben Sie, dass das jetzt auch geschieht? Wenn nicht, warum nicht? Sie haben jetzt G7 eigentlich mehr am Rande erwähnt. Und es gibt eine Warnung auch des Bundespräsidenten, dass Europa auseinanderfallen könnte in dieser Krise. Grenzschließungen, nicht abgestimmte, scheinen ein Zeichen dafür zu sein. Glauben Sie, dass wir überhaupt wieder zurückkommen zum passfreien Schengen-Raum? Das hoffe ich. Aber es hat sich schon gezeigt, dass die Koordination nicht überall so funktioniert, wie man sich das gewünscht hätte. Und wir haben, das ist das erste Mal, ja sichergestellt, dass der freie Verkehr der Waren und Güter sichergestellt ist. Wir haben zum Zweiten für uns, für das deutsche Handeln auch sichergestellt, dass die Pendler, die Berufstätigen und die Dienstleister im Grenzgebiet auch an ihre Arbeitsstätten kommen. Und wir werden trotzdem sicherlich darüber weiter sprechen müssen im europäischen Rahmen. Aber aus unserer Perspektive sind das befristete Maßnahmen, die dazu dienen, jetzt einmal die Infektionsgefahren zu verringern. Genauso wie wir zum Beispiel ja auch sagen, wer aus vom RKI besonders definierten Regionen kommt, auch in Deutschland soll zum Beispiel 2 Wochen in Quarantäne gehen. Also es sind wirklich vorbeugende Maßnahmen. Aber wir werden daran weiter arbeiten müssen. G20, wir haben heute unter den G7 Staats- und Regierungschefs gesagt, dass wir mit Saudi-Arabien Kontakt aufnehmen, um auch G20 noch einmal eine gemeinsame Stellungnahme hinzubekommen. Das ist, halte ich auch für sehr wichtig, denn in der Tat ist in der Bankenkrise damals das G20-Format ja überhaupt auf der Staats- und Regierungschefebene erst entstanden. Es gab ja das erste Treffen im Angesicht der Bankenkrise.
Und es gibt viele gute Gründe, auch im Zusammenhang mit G20 hier auf ein koordiniertes Vorgehen zu achten. Frau Bundeskanzlerin, was heißt denn für Sie konkret Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen? Heißt das, das sind Gottesdienste oder sind Zusammenkünfte auch eine Anzahl von Gläubigen, die sich zum Gebet treffen, die vielleicht eine Kirche besuchen? Naja, es sind schon abgesprochene, vereinbarte Termine, an denen mehrere Menschen zusammenkommen, also zum Beispiel Gottesdienste. Frau Bundeskanzlerin, haben Sie heute in dem Gespräch auf G7-Ebene auch gegenüber dem US-Präsidenten möglicherweise Ihre Verärgerung kundgetan über die etwas überraschend kommenden Reisebeschränkungen, die es gegeben hat gegenüber Europa, und jetzt auch am Ende am Wochenende diese Nachrichten über CureVac, also diese deutsche Biotech-Unternehmen, das ja angeblich vom US-Präsidenten gekauft werden sollte für einen bestimmten Betrag, um nur für Amerika Vakzine zu produzieren. Also letzteres hat heute keine Rolle gespielt, zumal das Thema ja auch gelöst ist, wie wir am Wochenende ja sagen konnten. Die Bundesregierung hatte sich da ja sehr frühzeitig darum gekümmert. Herr Hopp und auch der Chef des Betriebes CureVac hat ja seine Einschätzung jetzt auch öffentlich gemacht. Was die Reisebeschränkungen anbelangt, so hat ja die Europäische Union nun heute genau ähnliche erlassen. Insofern war das jetzt ein Thema, das alle betrifft. Auch Kanada wird, wenn ich das richtig verstanden habe, solche Maßnahmen erlassen in Richtung der EU. Und insofern war das jetzt auch kein kontroverses Thema. Frau Bundeskanzlerin, mich würde interessieren, ob heute Vormittag im Kreis der EU oder auch heute Nachmittag im Kreis der G7 über die Lage der Flüchtlinge gesprochen worden ist. Also einmal die vielen aus Syrien, egal ob sie in türkischen Lagern oder in Idlib oder sonst wo sind, und auch über andere Menschen, die überhaupt keine Gesundheitsversorgung haben in dieser Situation, und ob es Möglichkeiten gibt, dort Hilfen zu verstärken über die UN-Institutionen oder anderswie. Nein, ich denke, das könnte morgen in der Schaltung der europäischen Staats- und Regierungschefs eine Rolle spielen, gerade die Situation Griechenland, aber auch Idlib. Das hat heute in dem G7-Treffen keine Rolle gespielt. Das war eher darauf ausgerichtet, die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die Frage des koordinierten Handels in den wirtschaftlichen Maßnahmen, aber auch in den Schutzmaßnahmen auszuleuchten. Ich bedanke mich ganz herzlich.